Sanfte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer weiteren radioaktiv verseuchten Folge Fallout 76 hier aus dem glühenden Zentrum von West Virginia. Ich wurde gerade eben hier direkt bei meiner Base überrascht von ein paar Supermutanten. Üble Schurken sind das. Egal, weiter geht's. Ja, Helvetia haben wir jetzt abgeschlossen. Und wir haben Level 10 unterwegs erreicht. Das bedeutet, wir kriegen gleich richtig geile neue Waffen. Zwei Stück. Einen epischen neuen Revolver, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob das ein 45er ist oder ein 46er. Aber das werden wir gleich sehen. Mann, Mann, Mann. Wir haben mal wieder ordentlich reingeschlagen hier. So, abgenutzter Filzhut kommt in die Sammlung. Planke weg. Planke weg. Jagdgewehr weg. Weg. Oh, wir haben was Cooles gelernt, kann das sein? Zerquetschender Kolben, solider, kurzer Lauf. Nee, nee, lass mal ruhig lang. Dann hat er eine höhere Reichweite. Die Laserpistole haben wir unterwegs aufgesammelt. Habe ich gerade in der Vorbereitung zu der Folge hier gesehen gehabt. Schön, schöne Sache. Gucken wir auch gleich mal nach. Ansonsten sind wir hier soweit durch mit Verschrotten. Transfer, Schrott ablegen. So, was kann denn meine Laserpistole? Ich glaube, die hat Schaden 19. Aber ich möchte auch nicht so viele Waffen mit mir rumtragen. Sonst sind wir von vornherein immer so krass überfüllt. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf. Auf. Ultimativer Nahkampf, Pumpgun. Keine Frage. 44er packe ich weg. Impro-Pistole packe ich weg. 10mm tauschen wir aus gegen das 10mm Submachine-Pistölchen. Dann haben wir eine schöne Grundbewaffnung. Den Impro-Revolver packen wir auch weg und tauschen ihn aus gegen den geilen Revolver. Genau so machen wir es. Aber behalten tun wir es auf jeden Fall. So, Transfer ist Lager mit Leertaste. Impro-Revolver weg. 44er weg. Impro-Pistole weg. Und die 10mm auch. Aber wir haben ja hier noch... Oh mein Gott. Wo sind meine... Wie? Hallo? Wo ist meine Pistole? Meine neue Pistole. Sie ist weg. Ne, da ist er. Oh Mann. Ja, natürlich. Ich habe die ganze Zeit immer noch nach dem Ausgegrauten geguckt. Also nach einer ausgegrauten Schriftzeile. Aber nein, wir haben ja Level 10. Darum ist sie genauso gelb wie alle anderen Einträge. Wow, ich habe schon Panik gekriegt. Krass. Harnspannrevolver ist ein 44er. Schön. Und eine 10mm Maschinenpistole. Können wir jetzt unser eigenen. Geile Geschichte. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Munition dafür. Aber schon fett, ne? Aber schon eine fette Geschichte. Können wir noch nebenbei gerade was zu essen kochen. Bin auch ganz happy mit meinem Outfit derzeit. Der Mantel sieht sehr stylisch aus. Da brauchen wir noch ein bisschen Wasser gleich. Okay. Legen wir mal unsere Waffen schön an. 1, 2. Okay, 3 machen wir mal die Laserpistole. Na, wo ist sie? Wahrscheinlich bei L. Ich tippe mal auf L. Pustekuchen. Ne, Waffen sind ganz oben, ne? Kann das sein? Ja, automatisch. Waffen sind automatisch ganz oben. Ein kleiner Support von Bethesda. Dann Maschinenpistole. Und dann das Symbol für die Maschinenpistole. So ein fettes Maschinengewehr. Okay, und dann wollen wir mal gucken, was die für einen Zustand haben. Bevor wir uns hier jetzt auf eine Party einlassen. Sieht aber alles noch ganz gut aus. Außer die hier. Die muss repariert werden. Definitiv. Macht die schön ganz. Alles andere geht noch wunderbar. Wobei der Harnspannrevolver, der kann auch eine Reparatur vertragen. Mit T. Warum nicht mit R? R ist hier gerade nicht... Doch, da, zur Herstellung wechseln. Ich habe nichts gesagt. Was könnten wir denn herstellen? Nur Mist. Nur Mist verlassen, ja. Nochmal bitte. Space modifizieren und reparieren. Was wollen wir denn als erstes modifizieren? Ich würde ja gerne mal gucken, erstmal was unsere Hauptwaffe, was wir da machen könnten. Solider Verschluss haben wir hier unten schon, das ist das Beste, ne?
Alles andere wäre... Oh, wir könnten den gehärteten Verschluss nehmen. Dann haben wir mehr Schaden. Und das lohnt sich immer. Mehr Schaden ist immer cool. Präzision, ein Punkt weniger. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Danke sehr. Zurück. Ansonsten können wir jetzt nichts mehr gerade bauen. Schade. Alle Ressourcen wieder verbraucht. Aber so oder so, es hat sich ja dann gelohnt. Es hat sich ja dann gelohnt. Wir checken es trotzdem mal, was wir hier noch machen könnten. Wir haben den sehr kurzen Lauf. Und oh, könnten zum kurzen Lauf wechseln. Dadurch wird es ein bisschen schwerer, aber bekommt auch enorm, enorm Reichweite. Selbstverfreilich, selbstverfreilich. Der Revolver, da werden wir wahrscheinlich jetzt gerade nichts machen können. Doch irgendwann später. Ein Elfenbeingriff können wir dran bauen. Einfach, weil wir es können, weil es besser aussieht. Zur Suche markieren. Oh, da könnte man die Gegenstände markieren, aber wir nehmen sowieso derzeit noch alles mit. Das wird sich sicherlich mal ändern, aber derzeit brauchen wir das halt auch hart. Können wir hier was verändern? Nee, leider nicht. Bin ich mal gespannt, was die so drauf hat. Nice. Wie viel tragen wir? 135 ist immer noch ganz schön viel, ne? Und wir sollten uns vielleicht auch mal angewöhnen, dass wir hin und wieder eine Granate werfen mit unserer Schadens-Buff-Karte in Sachen Sprengstoff. Sollten wir uns mal angewöhnen. Sowas lege ich jetzt noch ab. Den Filzhut? Ja, auf jeden Fall. Meine Gasmaske ist weitaus cooler. Das Pastorengewand hat auch erstmal ausgedient. Ich mag aber den Gürtel. Das ist so ein Seil. Das ist einfach ein Seil, was ich irgendwie cool finde. Und das war das Brustteil des Killers Lederrüstung. -8% Schaden durch Spieler. Nee, das ist sowieso eigentlich egal. Das können wir sogar zerlegen, wenn wir wollen. Warum ist denn das hier nicht da? Ist das ein Spezialgegenstand oder so? Des Killers? Nö, ist kein Spezialgegenstand. Sind wir gut eingedeckt mit Waffen? Gut eingedeckt? Zeig sie mir bitte nochmal in ihrer vollen Pracht. Schön. Und die andere? Kann ich hier nicht einfach ein zurück? Ich kann durch die Waffen scrollen? Ja, kann ich tatsächlich. Cool, cool, cool. Hier die andere nochmal. Schön. That's what I'm talking about. Wir sind mit allem fertig. Wir könnten den Stimpack vertragen. Und dann ballern wir los, Leute. Dann reiten wir los. Jetzt gehen wir alle noch mal pipi und dann kann es weitergehen. Gutes Wasser nehmen wir natürlich mit. Dafür kein Weg dran vorbei. Habe ich Unmengen an Wasser dabei? Naja, doch schon. Leider kann ich das aufbereitete Wasser nicht verwenden, um Tee zu kochen. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Egal. Stash, Transfer, Hilfsmittel. Wir brauchen es ja nicht übertreiben. Wir haben echt viel Tee dabei. Der gammelt zwar uns unterm Popo weg, aber immerhin haben wir ihn. Die Blüte. Und Red X, 5 Stück. Nein, brauchen wir eigentlich. Ach Quatsch, ich brauche in dieser Aufnahme kein Red X. Pfeffer weg. Oh, das wiegt alles so viel. Wein. Oh, 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 stimmt, da war ja noch was. Wein, Wodka. Ich glaube, selbst die ganzen Lebensmittel, die brauchen wir später noch. Für irgendwelche Rezepte. Gar nicht mehr gut vorstellen. Wir packen sie mal teilweise ein. Ansonsten brauchen wir kaum loslaufen, dann sind wir schon wieder voll. Da können wir ja später dann auch aussortieren. Werden wir müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Nuka-Cola, ja, ich habe so viel Tee. Die Nuka-Cola wird ja nicht schlecht. Können wir erstmal wegpacken. Skill-Go-Kaugummi. Stimpack, super. Ja, heben wir uns auf für schlechte Zeiten. Wow, wie viel wiegt denn bitte so ein Stimpack? Das
So, jetzt sind wir unter 100. Ist wirklich nicht viel, aber... Wobei, das Bierchen brauchen wir auch nicht. Na, na, na. Gemüse allerlei. Also, da gehe ich nicht mehr ohne mit aus dem Haus. Nicht ohne mein Gemüse allerlei. Wir haben echt verdammt viel Rußblumentee. Den sollten wir auch mal trinken dann. Aber wir sind ja gerade gebufft. Sowohl Essen als auch Trinken gebufft. Schöne Geschichte. Leute, lasst uns loslegen. Ab zum Flughafen. Oder zum abgestürzten Flugzeug. Könnten wir uns hier hin beamen? Ein Kronkorken, los geht's. Was kostet die Welt? So lange brauchen wir ja nicht warten. Es gibt mir die Zeit, einen kurzen Schub zu trinken. Heute gibt's hier eine leckere Coca-Cola Zero Sugar. Darunter für die Leute, die es nicht begreifen, steht es extra nochmal, ist kein Witz, null Zucker. So, verbrannter? Nee. Von welcher Seite komme ich jetzt? Wo muss ich hin? Da lang, ne? Wir sind durch, sehr schön. Wunderbar. Wir hätten vielleicht unser Camp einpacken sollen, aber... Ah, dann müssen wir es später wieder auspacken, aber da führt sowieso kein Weg dran vorbei. So, was nehmen wir denn jetzt mal in die Hand für eine Waffe? Die Laserpistole. Mit der haben wir nämlich echt extrem viel Schuss. Wirklich echt. Wir müssen hier noch rüber irgendwie. Jetzt gehen wir nämlich direkt in die nächste Stadt. Damn. Nein. Erst das Flugzeug. Denn versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Ich hoffe, wir kommen da über die Brücke, muss ich, und dann hier hoch. Ist das auf den Berg abgestürzt oder sowas? Wie soll ich mir das vorstellen? Na, überleben wir das? Ah, nicht, dass ich nasse Socken kriege. Nasse und strahlende Socken. Oh, tatsächlich, da ist schon ein Stücke. Oh, abgestürztes Flugzeug. Hallo? Die sind wahrscheinlich gerade geflogen, als... Naja, als die Bomben gefallen sind. Und dann... Entweder durch die Bombe direkt oder durch den EMP sind die dann abgestürzt. Ich hoffe, der Ausflug lohnt sich. Ich hoffe. Ah! Ach, da oben. Oh, da wohnt jemand. Wird auf mich geschossen? Ich weiß nicht. Ich kann ja mal kurz die Lage checken. Ja. Verbrannter Wanderer. Mach mal mein Licht aus. Kann ich die Leute schon anvisieren? Ja, kann ich. Hallo? Vorsichtig. Ah. Wer? Horizons Rest. Oh, das ist ja wirklich mal geil. Also gerade für so eine Struktur und für solche Gebäude habe ich Fallout schon immer geliebt. Gerade in Fallout 3 kennt ihr diese Stadt, die in einem riesigen Tanker, glaube ich, in einem riesigen Tankerschiff gebaut worden ist. Mega geil. Das war echt episch. Auch Diamond City ist auch super in Fallout 4. Ach, da gibt es so viele Sachen, die man erwähnen könnte. Auch in Fallout 2. Mal gucken, vielleicht spiele ich das auch mal irgendwann nebenbei so. Könnt ihr ja mal reingucken, wenn ich damit anfange. Oh, geh weg, du stinkst. Naja. Mann, beziehungsweise Frau-Stoppwirkung nahezu null. Aber ich glaube, Schaden macht sie ganz ordentlich. Na, nimm mal alles mit. Mistgabel. Schon wieder sind wir fast voll. Wenn nicht, müssen wir wieder switchen zu einer Lederrüstung. Das sind zwar nur ein paar Gewichtseinheiten, die wir durch die Raider-Rüstung mehr tragen, aber das macht den Hasen schon fett, finde ich. Umso mehr Rußblumen und Tatos kann ich hier mitnehmen.
Ich wollte gerade Tomako sagen. Kennt jemand Tomako? Meine kleine Insider-Frage, eine popkulturelle Referenz ist hier gefragt. Woher, aus welchem Medium kommt die Tomako? Nicht googeln. Wissen oder ehrlich sagen, keine Ahnung. Okay, wir müssen hier weiter hoch. Wir müssen hier weiter hoch. Oh, Top of the World Radio Signal gefunden. Müssen wir mal reinhören, ganz wichtig. Ich hoffe, da wird keine Musik gespielt. Ansonsten kriege ich wieder einen Copy-Strike-Claim. Ich meine, da passiert nicht wirklich was, aber... das Video wird da nicht so gut vorgeschlagen, wie als ob kein Copy-Claim da drauf ist. Das ist doof, wenn man dann ein Video macht und YouTube das einfach niemandem vorschlägt. Das ist nicht so cool. So, hallo. Ich wechsle mal. Midrange. Kochtopf. Und hier fängt es wieder an. Rezept. Blutblatttee. Oh, Blutblatttee. Da bin ich ja mal gespannt. Also ich habe mich so ein bisschen in die Tees verguckt, muss ich sagen. Halten relativ lange, muss ich sagen. Ist in Ordnung. Aber ich hatte mich in der einen Folge, oder ich glaube sogar in zwei Folgen, hatte ich mich gewundert gehabt, hey, wo sind denn meine ganzen Rußblumen, meine Mutterbeeren? Die werden mir wahrscheinlich in der Folge, werden die mir in der Tasche weggegammelt sein. Aber hey, komm, wird noch super lange eigentlich. Wenn ich abwechselnd diesen und diesen Tee trinke, dann habe ich den doppelten Buff. Und der hält relativ lange, das sehen wir unten rechts. Macht sich schon bemerkbar. Was? Wo? Oh nein. Geht doch. War es das? Oder hast du noch ein paar Freunde mitgebracht? Wo kommen die denn bitte her? Leben die im Einklang mit den Ghoulen? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich hier ran? Ja, kann ich. Wenn ich will, kann ich das. Tee, bitte. Ich habe Tee gedrückt, wirklich. Einbrecher haben wir noch ausgerüstet. Nein, ich benutze die ganze Zeit nicht grünen Daumen. Och Mensch, so schade. So schade. Ich habe schon wieder so viel Blüten aufgesammelt. Aber ist auch zum Vorteil für uns, weil, naja, damit wir nicht allzu schnell überfüllt sind. Aber jetzt können wir sie wieder tauschen. Pack mal Einbrecher raus, bitte. Und wieder rein. Ich kann leider jetzt nicht nochmal konzentriertes Feuer nehmen. So gern ich das auch möchte. Es geht nicht. Er tauscht dann die Dreierkarte gegen die Einserkarte aus. Aber es ist nicht schlecht, wenn man zu einer Dreierkarte zusätzlich noch eine niedrigwertigere Karte hat. Weil irgendwie, keine Ahnung, falls man eine andere Konstellation hier oben braucht und gerade keine Dreierkarte legen kann, weil man keine drei Punkte zur Verfügung hat, könnte man halt die Einerkarte nehmen. Nur mal so am Rande, also falls dann diese Situation entsteht. Und das juckt mich auch gerade, Leute, dass wir hier keine C-Karte gerade parat haben. So habe ich eigentlich gar keine Karte gerade in Sachen C. Ich hatte doch eine C-Karte, die war aber zu hochwertig. Ist die weg? Einfach weg? Ach so, ach, kick mal an, jetzt raff ich das, was du mir in den Chat geschrieben hast. Ah, okay, alles klar. Sehr schön. Dass man hier einfach auch die Fähigkeiten durchschalten kann mit den Pfeiltasten. Steht aber auch nicht unten, lustigerweise. Egal, egal. Egal, Leute, weiter geht es. Wir haben zu tun. Wir haben zu tun. Wir müssen hier dieses Lager auseinandernehmen. Das ganze Bier, ich glaube, das ist völlig unnötig, dass ich das mitnehme, bis ich irgendein Rezept finde, wo wir das brauchen, wo wir dann irgendwie eine Flasche Bier brauchen und dann ist es egal, welche wir nehmen würden. Wechsel mal lieber zur Schrotflinte, nur für den Fall der Fälle. Wobei, ja, lad mal schön durch. Ich will auch einfach mal meine 10 mm hier in der Hand sehen. Geil, schön, wie schnell die nach vorne geht. Original verschweißter Wundkleber, Schießpulver. Ja. Kleber können wir ja wirklich brauchen.
Ich hatte ja letztens den Fehler gemacht gehabt. Naja, was heißt die Erfahrung? Ich habe die Erfahrung gemacht gehabt, wenn ich den Kleber mit Plastik vermenge, dass wir nicht mehr bekommen, sondern dass man das macht. Also ich habe gedacht gehabt, dass wir da mehr davon bekommen, aber das macht man für den Verkauf, damit man den Kram dann auch verkaufen könnte. Kann man dann eine große Menge herstellen. Egal, aber jetzt weiß ich es. Jetzt würde ich es nie wieder tun. Das wäre doof. Das jetzt nochmal zu machen, das wäre doof. Oder provokant, je nachdem. Frau kriegst Geld. Kochplatte, kommt er mit. Nein, ich leg mich da nicht hin. Ich nehme dein Strohkissen mit, aber ich hole mir hier keine Infektion. Du kannst mal deine Filzläuse schön behalten, mein Freund. Ebenfalls hier, du. Mit deiner schlimmen Schuppe. Nimm mal lieber ein bisschen Head and Shoulders. Und hier ist es schon zu Ende. Nee, da können wir auch noch hoch. Oh, es ist eine geile Base, muss ich sagen. Eine sehr geile Base. Können wir zufällig was kochen? Um uns ein wenig Inventar zurück zu ergaunern? Nee, war ja klar. Ich habe ja auch kein Wasser gerade da. Ich habe ja auch kein Wasser gerade da. Ich nehme jetzt kein Holz hoch. Nein, nein. Man kann es auch übertreiben. Egal. Wir checken mal die Lage hier. Oh, die haben schon ordentlich Leute entführt. Ordentlich Leute entführt. Hallo? Nee, verbranntes Buch nehme ich nicht mit. Das ist nur divers. Nein, ich habe ich erledigt. Oh! Achso, ich bin überladen. Eieieiei. Dann würde ich sagen, dass wir gleich Drogen nehmen. Wie lange hält denn so eine Droge? Hier in Fallout 76. Buffterz, da haben wir Stärke plus 3 und hält. Wie lange? 5 Minuten, haben wir auch nicht viel von. Also wenn das Zünglein auf der Waage ist, wenn wir dann schnell reisen könnten, dann nehme ich dafür extra Drogen. Ansonsten sind wir sowieso relativ gründlich hier unterwegs und nicht allzu schnell. Ich nehme jetzt nicht noch mehr mit großartigem Mist, aber hier. Gewürze nehme ich mit. Oh, Weichschalen, Meierlökuchen. Yay! Das ist der Beste. Das ist der Beste. Zwei Notizen war das, ne? Nein, stopp! Radio aus! Rezepte. Oh, und der Blutblatttee. Müssen wir gleich mal nachher gucken. Hallo, würdest du das mal lernen? Ach nee, hat er schon gelernt. Sehr schön. Können wir verticken dann bei Zeit. Können wir bei Zeit verticken. Salz, Zucker nehme ich mit. Blähflugen, Hackbraten. Das wird ja immer besser, immer defiziler. Können wir alles sehr gut gebrauchen, damit wir uns irgendwann vernünftige Buff-Nahrung herstellen können. Was haben wir da? Schachtel kippen? Nee, lasse ich jetzt erstmal liegen, Leute. Nur den hochwertigen Kram nehmen wir mit. Vorbei. Ich hätte mir wirklich bei der Werkbank mal markieren sollen. Kleber. Und Schrauben hätte ich mir mal markieren sollen. Das, was wir halt immer am wenigsten haben. Das nehme ich mit. Oh, 10mm Automatikpistole. Auch nicht schlecht. Aber kommt natürlich nicht ran an unsere Submachine Gun. Meine Meinung. Ich weiß, dass im Tischventilator Schrauben drin sind. Das weiß ich. Hier Flasche, verbranntes Buch. Nein. Alles cool. Hier würde ich gerne bauen. Das dann hier massiv verteidigen. Ich könnte hier rüberlaufen. Hätten wir was davon? Nicht wirklich, ne? Wenn ich jetzt von hier irgendwie da eine Wackelpuppe sehen würde, die ja auch nicht mehr so hochwertig sind wie die Wackelpuppen in Fallout 4, dann würde ich, ja, dann würde ich da lang balancieren. Aber jetzt brauchen wir das ja nicht. Das brauchen wir nicht. So. Die chillt hier ein bisschen auf der Reling. Nicht mehr alles mitnehmen. Damit ich zur Not da... Wackelpuppe, Energiewaffen. Wenn man vom Teufel spricht. Horizons Rest, Gefängniszellenschlüssel. Die Gefängniszellen waren unten. Da gehen wir auch gleich vorbei. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Ich würde hier gerne mein Camp hinziehen. Wirklich so gerne. Aber kann ich nicht. Kann ich nicht. Da unten kann ich bauen, aber... Nee, auch nicht wirklich. Das sah gerade nur so aus. Grün heißt nicht immer ja. Das merke ich mir jetzt mal. Gerade hier in Fallout 76. Grün ist nicht immer ja. Kriege ich das Ding auf? Jupp,
Ich muss wieder eine Karte wechseln. Machen wir. Grüner Daumen weg. Einbrecher rein. So, dann wollen wir mal. Vorsichtig. Vorsichtig. Falsche Richtung. Bitte, bitte, bitte. Nein, nein. Ich werde wahnsinnig. So. Geil, 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 geil. Ach, alles geil. Finde ich super. Finde ich super. Ab zum Gefängnis runter. Ich hatte gerade so quer den Gedanken gerade gehabt. Super, wir gehen jetzt zum Gefängnis. Vielleicht kriegen wir da einen Gefährten oder so. Nein. Nein, die gibt es hier nicht. Die gibt es hier nicht. Leider keine NPC-Gefährten in Fallout 76. Finde ich schade, aber ist verschmerzbar. So. Ich hab doch den Schlüssel. Ich hab doch den Schlüssel. Ich hab doch den Schlüssel. Ist das nicht das Gefängnis? Leute. Oh nein. Da liegen coole Sachen drin, die ich alle haben möchte. Muss ich den Schlüssel vielleicht separat auswählen? Das glaube ich nicht. Bei Diverses liegt das, ne? Bei Diverses, da Schlüssel. Horizon's Rest Gefängnisschlüssel. Du kannst diesen Gegenstand nicht ausrüsten, aber man kann ihn noch benutzen dann. Aber irgendwo müssen wir ihn hier benutzen können. Aber ich schreibe mir erstmal auf. Wer ist das Ding hier, das Nest? Horizon's Rest. Ich schreibe mir auf Horizon's Rest. Level 2. Horizon's Rest. Dietrich 2. Wissen wir Bescheid. Wenn wir Level 2 haben, können wir die ganzen Sachen alle nacheinander schön abfarmen, schön absammeln. Nee, kommen wir nicht rein. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Schade, schade, schade. Wo ist das verfluchte Gefängnis? Ist das weiter unten oder... Oh, weiter oben wahrscheinlich. Das wird es sein. Da oben war ja noch so ein Flugzeugkörper. Coole Sache. Okay, Leute. Die Folge ist vorbei. Wir haben Horizon's Rest, haben wir feinsäuberlich auseinandergenommen. Und in der nächsten Folge gucken wir uns hier den Rest an. Die Gefängniszellen von Horizon's Rest. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin werde ich mir hier erstmal schönen Bourbon gönnen. Ne? Wiederschauen und reingehauen. Der Leo, bis dann. Ne? Tschüss.